Wir beschäftigen uns mal mit den Gewittern und Unwettern von heute und morgen, dann ausführlich mit dem Wetter übers Wochenende und am Schluss machen wir was Verbotenes. Grüße Sie und grüße euch. Freie Fahrt für die Gewitter. Ähnlich wie gestern wird es wieder einige giftige Gewitterzellen geben. Und wo das wie passiert, schauen wir uns jetzt an. Und um das Ganze plakativ zu machen, habe ich das deutsche Modell Icon D2 genommen. Um 10 Uhr soll die Front von Westfriesland und dem Emsland über Ostwestfalen, Hessen bis nach Bayern rein liegen. Ist noch eine relativ gut strukturierte Front aus der Nacht heraus mit Wind, Regenschauern und Gewittern. Im Laufe des Tages zieht das Ding nach Nordosten, wird zerfleddert und dann sehen wir hier so viele einzelne Punkte. Das sind eben die giftigen Gewitterzellen, hier Beispiel 15 Uhr. Es ist nicht das, was bis 15 Uhr passiert, sondern was um 15 Uhr passieren soll. Und um 20 Uhr liegt die Front dann wieder strukturierter im Nordosten. Dahinter folgen noch einzelne Zellen nach. Nimmt man das jetzt alles als Summe, was als Niederschlag runterkommen soll, dann sieht das wie folgt aus. Wir haben vom Erzgebirge bis rauf nach Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, da einige Punkte drin, wo viel Regen runterkommt, 20 bis 30, örtlich 50 Liter auf den Quadratmeter innerhalb kürzester Zeit. Ähnlich wie in Braunschweig gestern gibt es dann lokale Überflutungen. Das, was wir hier im Süden sehen, das ist das, was es noch in der Nacht gegeben hat. Aber auch hier sind ein paar Schauer und Gewitter unterwegs. Wir fassen zusammen. Einzelne giftige Zellen haben wir von Schleswig-Holstein und der Deutschen Bucht sowie von Vorpommern, Mecklenburg-Vorpommern bis nach Sachsen rein und über das Erzgebirge nach Böhmen heute. Morgen verlagert sich die Zone mit einzelnen giftigen Zellen in den Nordwesten. Von den Niederlanden über NRW, Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein bis nach Mecklenburg-Vorpommern, auch im Norden Sachsen-Anhalts und im Norden Brandenburgs. Und dann gibt es da noch eine Zone, die ganz speziell betroffen ist, nämlich von Schleswig-Holstein über Hamburg bis zur Lüneburger Heide. Da besteht eine besonders große Gefahr von Überflutungen. Hier soll es die größten Gewitterzellen geben. Da können auch mal mehr als 50 Liter innerhalb kürzester Zeit auf den Quadratmeter runterkommen. Das passiert im Norden. Im Süden gibt es auch eine Gewitterfront, die sich aus der Schweiz über den Bodensee und dann das Allgäu bis Richtung Böhmen rauskramt und bewegt. Und dahinter folgt dann ein Gebiet eben mit Starkregen. Aber auch hier kann es zu lokalen Überschwemmungen kommen. Und vor allen Dingen in der Schweiz sind lokal Murenabgänge möglich durch den Starkregen, der da fällt. Da sind ohne weiteres in diesem Starkregengebiet ohne Schauer und Gewitter mal 20 bis 25 Liter innerhalb von einer Stunde möglich. Davor und danach regnet es ja auch. Das sind die Niederschlagssummen, die nach Icon D2 bis einschließlich morgen runterkommen sollen. Im Südwesten sehr viel Regen und dann haben wir diese Gewitterzone hier im Nordwesten und im Nordosten. Nach Icon EU sieht es ähnlich aus, nur nicht ganz so viel Niederschlag. Und das grobmaschige GFS-Modell zeigt von der Schweiz und Ostfrankreich durch Baden-Württemberg und Bayern bis Sachsen die Zone und auch hier im Norden Deutschlands eben die verbreiteten Gewitter. Dieses Modell ist eben sehr grobmaschig und macht da nicht punktuell mal 30 oder 50 und dann 1 Liter, sondern es macht gemittelt alles irgendwie so 15 bis 20 Liter auf den Quadratmeter. Das eben bis Samstag. Und wenn wir das aufsummieren bis in einer Woche, dann sind wir am 15. August. Auch hier die meisten Regenfälle einmal im Süden Deutschlands, einmal im Nordwesten. Und dazwischen ist es relativ ruhig. Im Osten Österreichs kommt wenig runter. Und ganz wichtig, in den ehemaligen Flutgebieten soll auch sehr wenig Regen runterkommen, was gut und wichtig ist. Kommen wir zum Wind. Ein neues oder anderes Thema, das noch dazu kommt heute. Wir haben starken bis stürmischen Wind an der Ostsee aus östlichen Richtungen und ansonsten ruppigen Südwestwind. Und diese Konvergenzlinie liegt eben über dem Nordosten Deutschlands. Heißt, Wind von da, Wind von da, Winde prallen aufeinander, Luft wird zum Aufsteigen gezwungen, kondensiert und es gibt Regen. Morgen liegt die Konvergenzlinie über Baden-Württemberg bis Franken rein um die Mittagszeit und zieht dann am Abend nach Bayern und dahinter frischt der Wind stürmisch auf. Da zieht eine Gewitterfront durch, die kann weniger mit starkem Regen als mehr mit Sturmböen dann Unfug anrichten, dazu aber dann morgen mehr. Und der Sonntag wird ein sehr windiger Tag mit starkem bis stürmischem Südwestwind, vor allen Dingen im Nordwesten. Es geht also unruhig die nächsten Tage weiter. Das Wetter dazu. Der heutige Freitag bringt erst einmal die Gewitterzone bis zur Mittagszeit. Dahinter folgen noch weitere Schauer rund um die Niederlande. Der Norden NRWs und der Westen Niedersachsens hat auch mal längere Zeit Regen.
Ansonsten haben wir viel Sonnenschein. Am Nachmittag verlagert sich die Gewitterfront, wie eben schon erwähnt, in den Nordosten. Im äußersten Nordosten hält es noch. Hier die größte Gewittergefahr mit Starkregen. Im Süden setzt sich mehr und mehr die Sonne durch. Die letzten Schauer klingen ab und Richtung Abend sieht man am Horizont nur noch ein paar Fallstreifen, vielleicht auch mit einem Regenbogen. Die Höchstwerte erreichen 18 bis 24, im Nordosten 23 bis 26 und im Osten Österreichs 24 bis 28 Grad. Der Samstag. Er startet im Südwesten schon mit Regen und Gewittern. Schauer und Gewitter gibt es auch Richtung norddeutsche Tiefebene. Am Nachmittag wandert hier dieses Gewittergebiet langsam nach Nordosten, löst sich dann aber auf und im Süden zieht diese Gewitterfront mit Unwettergefahr weiter Richtung Böhmen. Dahinter kommt diese sogenannte postfrontale Aufheiterungszone. Nach dem Starkregen und den Gewittern scheint vorübergehend die Sonne und ganz im Osten bleibt es sonnig. Übrigens, hinter diesem Sonnenschein folgen dann auch wieder Schauer und Gewitter, die dann am Sonntag zu uns kommen. Die Temperaturen erreichen dort, wo viele Gewitter runtergekommen sind und der Regen mit nur wenig Sonne dann gegen Abend 15 bis 19, sonst 20 bis 24, in der Osthälfte 25 bis 32 Grad. Der Sonntag, unruhiger welcher, bringt dem Norden viele Schauer und Gewitter. Auch im Südosten sind Schauer und Gewitter unterwegs. Im Südwesten hingegen, da setzt sich schon strahlender Sonnenschein durch, auch wenn es windig ist. Das ist hier sehr angenehm. Die Temperaturen liegen im Regen bei 13 bis 17, sonst bei 18 bis 25, im Osten Österreichs bei bis zu 30 Grad. Kehren wir mal kurz die ersten drei Tage der neuen Woche über einen Kamm oder scheren Sie über einen Kamm. Im Süden öfter Sonne, im Norden öfter Schauer und Gewitter. Die Temperaturen steigen von 18 bis 26 auf 24 bis immerhin 30 Grad. Und das ist jetzt nur eine Spielerei des Modells. Die Version sieht momentan so aus, dass wir am Donnerstag dann 26 bis 34 Grad bekommen, mit strahlendem Sonnenschein, ein richtiger Hitzetag, ehe von Nordwesten her Schauer und Gewitter aufziehen. Aber so super lupenrein ist der Tag nicht, weil wir sehr viel Wind haben. Aber bei den Temperaturen ist das nicht weiter schlimm. Soweit jetzt zum Wetter der kommenden Tage. Und jetzt machen wir einen Cut. Was machen wir jetzt? Wir hatten im verbotenen Video unlängst darüber gesprochen, dass irgendwo so Pi mal Daumen zwischen dem 20. Oktober und dem 15. November der erste Wintereinbruch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit kommen wird. Und dann schauen wir uns das doch mal an. Ich bin die vier Läufe des CFS-Modells durchgegangen. CFS-Modell ist ein Modell, das rechnet 9 Monate im Voraus in 6-Stunden-Schritten. Das kann man alles nicht ernst nehmen, was da gerechnet wird. Aber zwischen den Zeilen kann man da rauslesen. Und wenn immer wieder etwas berechnet wird, das werden wir hier verfolgen, dann ist dann Fünkchen Wahrheit dabei. Und jetzt geht es eben darum, wann gibt es das erste Mal was Markantes, wo es auch bis ins Flachland Schnee geben kann. Natürlich keine Einwinterung, aber ein erster Wintereinbruch. Das wäre mit Lauf 1 der 27. Oktober bereits, mit einem fetten Tief, das hier läge und dann schon Polarluft bringen würde mit Temperaturen in 1500 Meter Höhe von minus 8 Grad. Da schneit es garantiert schon bis fast ganz runter. Ist zwar nasskalt, aber eben mit dem ersten Schnee. Lauf 2 würde eine ähnliche Wetterlage bringen, dann aber am 1. November an Allerheiligen käme ein Sturmtief herangezogen, es wäre stürmisch, ebenfalls mit kalter Luft und oberhalb von 500 Meter Höhe gäbe es dann die ersten Schneeschauer mit Glättegefahr und auch mit Nachtfrost. Lauf 3 hatte ich mir erst überlegt, nimmst du den überhaupt rein, aber dadurch, dass das hier übers Hintertürchen gelangt, durch ein kräftiges Hochdrucksystem, käme unter dem Hoch Polarluft herangezogen, die sich hier reinschmiegen würde und zusammen mit dem Tief gäbe es dann zumindest im Süden mal durch Isothermie Schnee bis ganz runter. Was heißt Isothermie? Wir haben 0, minus 1, minus 2 Grad in 1500 Meter Höhe und durch die Niederschlagsabkühlung mit wenig Wind zieht es die Schneevergrenze dann bis ganz runter. Das ist aber nur was Halbscharriges, brauchen wir nicht so weit ernst nehmen. Aber markant ist dann wieder Lauf 4 gewesen, mit einer ähnlichen Wetterlage übrigens, einem kräftigen Hochdrucksystem und einem fetten Tief über Italien, Nordostlage in dem Fall am 3. November und einer satten Kaltluftschüssel, die über Mitteleuropa liegen würde und den ersten Schnee bringen würde, der zumindest mal ein paar Tage liegen bleiben würde.